Welcome back to the HC run of Calico Scheiße in the game of Diablo 4. My name is Calico Scheiße and this is the game of Diablo 4 and we do hardcore running through it. Hard, I don't know wie viel mittlerweile. Und ja. Wir werden jetzt anfangen, Aspekte für unseren Bild zu farmen. Damit wir hier schön locker flockig durchkommen und auf Level 50 dann auch Stufe 3 spielen können. Oh, wie lange brauchst du denn? Kaum zu fassen. Kaum zu fassen, ja. Danke. Bitte. Hier geht's nochmal weiter. Schild und Schwert. Gerne schlüpfe ich diesmal. Gehen wir. Ah, wir jetzt in so einem Dungeon. In der Nähe. Ich hoffe, dass das nicht so ein großes Ding ist. Wir machen das schnell. Und dann gehen wir wirklich dahin. Ne? Wo wir hinwollen. Sag ich jetzt mal so. Ich sag das jetzt mal so. So, ich hoffe, der ist jetzt nicht so groß. Ich stehe nicht drauf, wenn es so groß ist. Ich stehe auf die kleinen Dinge. So. Ich kann nicht erwarten, Borsas Gesicht zu sehen. Ja. Na sicher. So. Wir haben sogar noch so viel Krempel dabei. Tschüss. So, schöne Zerfleischung. Es sieht aber immer so ein bisschen so aus, als wäre, würde das hier so Heilungsleben sein. Also quasi, dass sich das wieder auffüllt. Aber ist das, glaube ich, diese Stählung, die so aussieht, ne? Ja, verflixt und zugenäht. Nicht wahr? Was hat der Bastard hier unten angerichtet? Okay. So, langsam kriegen wir auch wieder ein paar Upgrades. Die Scheiße hier müssen wir auch wieder mitnehmen, damit wir hier das alles fertig bekommen. Also man kriegt halt schon sehr viele gute Upgrades als Druide, ne? Wenn ich das jetzt mal so mit Rogue vergleiche, da geht es halt nur darum, aufs Maul zu geben. Da wird nicht lange drüber nachgedacht irgendwie. Ist schon ein Unterschied. Weil wir sind schon da. Borsa! Ich weiß, dass ihr hier seid! Bastard! Zeigt euch! Ey, was ist er denn so? Sieh an, da hat wohl jemand die Ratte aus ihrem Käfig gelassen, was? Habt eure Lektion gelernt, hoffe ich. Wieso kommt er auf einmal hier so aus dem... Ich weiß, dass ich naja. Fehler gemacht habe, aber ich habe euch den Störenfried gebracht, der unser Lager verwüstet hat. Ein hübsch verpacktes Geschenk. Was? Oha! Verräter down. Verdammt! Das war meine Chance! Ja, ja. Chance verpasst, würde ich sagen. Boah, so ein fieser Typ hat uns einfach verraten. Solch eine Verschwendung einer zweiten Chance. Richtig. So, jetzt haben wir das Problem, dass das jetzt nicht mehr da drauf ist. Aber wir können das noch verwerten. Das heißt, wir müssen mal into the city. Na? Wir verlassen erstmal den Dungeon. Und dann müssen wir den Aspekt da jetzt draufrollen, weil dann nehmen wir das auf jeden Fall nochmal erstmal mit. Für den Tornado-Bild hier. Das lassen wir uns nicht nehmen. Ich würde gerne kurz in die Stadt warten. Your sorcerer is dead? Yeah. She died yesterday.
Level 24. Poison explosions on the ground killed her. Welcome back. So und dann Holz so. Dann zu Asche, so. Knochen zu Staub. Naja. Und rein damit. Ihr werdet zurückkehren. Na sicher. Sterne lügen nicht. Bestimmt. Sterne lügen nicht. So, Sockel hinzufügen. Zack. 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 Die verlieren doch gar nicht die Kontrolle, oder? Doch, die werden verlangsamt. Ja, gut. Das macht der for free, ne? Ja, sehr gut. Sehr, sehr schön. Okay. In den anderen Sachen, Bewegungsgeschwindigkeit, Stärke. Ja, das nehmen wir dann auch mal mit. Und dann trashen wir und dann gehen wir wieder rein. Dann gehen wir back in. Entsockeln ist nicht for free. Doch, sollte es. Und wenn es nicht verfließt, dann mache ich es nie wieder. Mache ich es immer bei dem hier. Aber wieso sollte es nicht verfließt sein? Das ergibt null Sinn, dass es nicht verfließt ist. Es ist verfließt. Sieht den Preis, wenn du drüber bist. What? Wieso kostet das 6000 Gold? Das ist ja mega dämlich. Ich kann doch einfach das Item trashen, wo die Sachen drin sind und dann krieg ich es for free. Es ist so dumm. Und vor allem ist es mega versteckt. Das ist ja mega versteckt. Ist ja ein richtiger Scam. Es ist ja wirklich Scam. Naja. Gut, holen wir uns den ersten Aspekt, den wir brauchen. Den wir uns über Dungeons holen können. Das ist ja schon ein bisschen dumm. So, schönes Reiten hier. Jetzt haben wir einen Platz mehr im Trankgepäck. Which is good. Für jeden aktiven Gefährten 6% mehr Schaden. Aber ich habe ja sogar zwei Gefährte, ne? Macht das da nicht sogar voll Sinn, den zu nehmen? Ich behalte den anderen Wegpunkt nochmal. Wir gehen hier mal rein, holen uns eben den mit rein. Ich guck mal eben, was hier drin steht. Okay, den soll ich sowieso holen. Perfekt. Den soll ich sowieso holen. Hey, Mr. Devil TV, was geht? Grüß dich. Grüezi. Grüezi miteinander. Also das ist ja wirklich eine Frechheit. Danke, Dolph TV, Dolph.de, Digga, was ist los? Dass du mich das, was du mir jetzt gesagt hast. Ich wäre jetzt echt safe davon ausgegangen, dass das, weil alles steht ja auch immer links, was das kostet und nur da jetzt nicht. Schon weird. Vor dem Kampf. Wenn wir überleben, geben uns schon ein krasser Scam. Ein Blatt, um die Vergiftung aufzuhalten. Aber wenn Brohls Abscheulichkeiten uns kriegen, nun, dann wird die Mahlzeit, zu der sie uns An der Stelle kann ich auch nur noch mal sagen, also zur Season
zum Season-Start werden wir direkt mit Hardcore wahrscheinlich reinstarten. Ich weiß gar nicht, ob es schon Season-Start-Datum gibt. Weiß das jemand? Weiß man schon, wann Blizzard mit der ersten Season reingehen will? Anfang bis Mitte Juli. Check. Zwischen Ende und Mitte Juli ist geplant. Also jetzt haben wir den ganzen Monat abgedeckt. Ne? Aber irgendwann im Juli. Sagen wir mal irgendwann im Juli. 6 bis 8 Wochen nach Release, haben sie gesagt. Das Spiel ist jetzt offiziell seit dem 6. draußen, right? Also, heute ist der 15. Seit 9 Tagen. Nicht mal 2 Wochen. Mein Retter. Mein Löwe, mein Bär. Mein Löwe, mein Bär. Problem ist, dass wir den Perk jetzt nicht nochmal wiederkriegen hier, ne? Müssen basically das Ding theoretisch nochmal wiederfinden oder dann halt auf den anderen Gedöns gehen. Befreit die Gefangenen! Also. Ne, nicht 5. Okay, das Spiel ist offiziell am 6. gekommen. Und am 2. konnten Vorbesteller schon spielen. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Also am 5. in der Nacht, wenn du so willst. In der Nacht auf den 6. Aber spielt auch keine Rolle. Auf den einen Tag kommt es jetzt nicht an. Manchmal vergesse ich, dass ich Hardcore spiele und dann denke ich so, ach ja, halbes Leben geht ja noch. Und dann denke ich so, oh mein Gott, die Hälfte meines Lebens ist weg. Ich muss heilen. Ich spiele Hardcore. 5. in den USA. Ja, true. Wegen Sonne, Mond und Sterne, weißt du, von Zeitverschiebung her. Hilfe. Ich habe schon wieder so eine Schriftrolle bekommen. Teleportiert euch an einen sicheren Ort. Was heißt das? Ist das so ein Instant-Ding, dass ich sofort weg bin? Oder kanalisiert das noch? Ich will es jetzt nicht benutzen. Hat halt keinen Sinn, eine Season so früh zu releasen. Die meisten haben nicht mal Level 100 bis dahin erreicht. Also 6 bis 8 Wochen. Also ich glaube, wenn man wirklich kein Leben hat, kann man das easy in einer Woche schaffen. Aber dafür musst du wirklich 16 Stunden am Tag dieses Spiel spielen. Ich weiß ja nicht, wie viele Stunden haben denn die Leute, die Level 100 sind. Und Barb oder Druide spielen. Er darf halt nicht sterben. Das stimmt. So, pulverisieren behalten wir erstmal noch. Das ist auch so ein Problem. Ich meine, wir können ja auch rerollen beim Händler. Aber. Wir müssen uns dann langfristig, glaube ich, davon verabschieden. Bottle-Rolle instant. Also wirklich ein Instant-Spell, ja? Also wenn ich merke, ich sehe nochmal den Butcher und der Weg ist zu weit und er verfolgt mich, dann klicke ich auf die Rolle und bin sofort zu Hause. Ohne Wenn und Aber. Also kommt sofort so ein Portal, wo ich raufklicken kann. Oder es teleportiert mich direkt. Solche Bubbles haben mich gestern getötet.
Und ich renne erstmal eine Bärenfalle. Aber immerhin als Bär. So, Level 28 rückt näher. Hälfte haben wir. Robuste Stiefel. Wurde announced, dass alle Spielstunden von allen Spielern weltweit rund 1000 Jahre sind. Keine Ahnung, ob die Quelle stimmt. Wäre aber krass. Naja, wir sind ja, also, ja, wäre krass. Aber guck mal, du brauchst ja nur 24 Leute, die eine Stunde spielen, hast schon einen Tag. Weißt du, wie ich meine? Also, ist schon viel vermutlich. Aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass es viele Leute spielen. Muss man in der neuen Season die Aspekte wieder neu freischalten? Ich gehe davon aus, ja. Und ich glaube, also ich fände es auch nicht wack. Weil, also was willst du denn in der neuen Season machen? Wenn du alles schon vorbereiten willst für die Season, was willst du dann noch machen? Also natürlich musst du das alles wieder freispielen. Also ich würde es wack finden, wenn es nicht so wäre. Weil dann brauchst du ja nichts mehr machen, außer leveln. Die Altäre, habe ich gehört, sollen sich nicht resetten. Weil das quasi so eine Art Achievement ist. Die sollen sich nicht resetten. Aber die Aspekte, klar. Ich brauche ja auch in Hardcore, muss ich die Aspekte ja auch nochmal neu farmen. Wenn ich die in Softcore schon habe. Also bin mir ziemlich sicher, dass es machbar sein muss. Also dass es quasi die Aufgabe sein wird. Aber es wäre mega kacke, wenn... Also du hast basically nichts mehr zu tun. Wenn du nicht mal mehr irgendwie deine Aspekte freischalten kannst. Also sobald du dann irgendwelche Rares findest, dann farmst du dir ja eben die Materialien zusammen. Du machst überall einfach nur das drauf, was du brauchst. Das ist ja mega dumm. Oh, das war nicht gut. Na. Sie sollen auf jeden Fall neuen Content bringen. Sie müssen irgendwas Neues mit reinbringen, was das interessant macht. Weil, wenn die neue Season bedeutet, ey, du hast jetzt einen Battle Pass und kannst einfach nur Skins freischalten. Und ich befürchte fast, dass es so sein wird. Dann ist das nicht so gut durchdacht einfach. Regeneriert ihr euch eigentlich? Ja. Animus. So, schauen wir mal, wie es so weitergeht. Aber ja, mit dem Druiden kommen wir gut voran. Oh, wir müssen aber aufpassen, dass wir vielleicht nicht jetzt zwei Elite pullen. Danke für nichts, Kalle. Haben wir dann nicht gut überlegt. Egal, den haben wir. So, den haben wir auch. Ist nochmal gut. Gut gegangen. Albtraum, was? Was gemeint mit HC, genau, Hardcore. Weiß man schon, was der Battle Pass kosten soll. Also man weiß zumindest, was dann auch wieder so ein kleiner... Naja, wie sagt man? So ein kleiner Downer ist schon fast. Man weiß, dass die Platin-Punkte, also die Währung, um ne, Skins zu kaufen und Battle Pass zu kaufen und so, diese Platin-Punkte, die man bekommt innerhalb des Battle Passes, nicht ausreichen, um dann den darauffolgenden Battle Pass auch zu kaufen. Das heißt, du musst potenziell immer so 1-2 Euro wahrscheinlich investieren, damit du an den nächsten Battle Pass rankommst.
Which, und das finde ich wack. Das finde ich absolut wack. Es garantiert natürlich eine Einnahmequelle. Aber es werden sowieso nicht, es wird kein hoher Prozentsatz der Leute es schaffen, den Battle Pass komplett durchzuspielen. Bin ich mir ziemlich sicher. Die werden alle ab einem gewissen Level dann Hardstuck sein. Also irgendwie die Experience dafür nicht mehr zusammenbekommen. Oder ich weiß auch gar nicht, wie das Level-System da läuft. Wahrscheinlich sind es irgendwelche zusätzlichen Dungeons, Herausforderungen oder so, die man da machen muss. Oder kein Plan. Irgendwelche Stufen, die man erreichen will, muss. Und dann kriegt man da XP. Machen sie an Hearthstone Battlegrounds genauso. Gut, weiß ich jetzt nicht, weil ich es nicht kenne. Aber wie ist das dann zum Beispiel in Call of Duty? Ist das da auch so, dass du nicht genug von diesen Credits zusammenbekommst, um dir dann den nächsten Battle Pass zu holen? Ist das jemand zufällig? Ich finde das gut. Ich bin gerne bereit, für das Spiel regelmäßig zu sein, wenn es nicht so viel spiele. Okay. Muss ich sagen, bin ich überhaupt nicht. Weil ich sage mir, potenziell hat man jetzt schon 90 Euro ausgegeben. Wie hoch soll der Invest also dann noch werden? Sind wir dann irgendwann in 3 Jahren bei mindestens 500 Euro mit irgendwie Battle Pass und hast du nicht gesehen? Und dann haben wir uns vielleicht auch nochmal ein Skin-Paket geholt. I don't know. Ist das so der Wert, mit dem man jetzt arbeiten muss? Kann ich mich ganz schwer mit anfreunden irgendwie. Also wenn das in so einen Zwangsmodus gerät irgendwie. I don't know. Und dann kann man natürlich wieder argumentieren. Ja, aber die Entwickler müssen das ja auch irgendwie finanzieren, dass sie die Skins und so bla. Ja, wahrscheinlich. Aber dafür ist das Spiel auch einfach arschteuer. Lange streamst du heute, bis ich nicht mehr kann. Also heute ist so ein bisschen Open End. Ich mache mir tatsächlich gleich mal einen Kaffee. Erstens hatte ich lange keinen Kaffee. Ich habe eine coole Kaffeemaschine und coole Kaffeebohnen. Und ich bin so ein bisschen drowsy. So ein bisschen angemüdet, möchte ich schon fast sagen heute. Und das wollen wir natürlich direkt unterbinden. Der Mobile-Content ist einfach besser als der MW2-Content, check ich nicht. Gibt es eine ganz einfache Antwort drauf. Wahrscheinlich spielen es einfach mehr. Es gibt einfach mehr Mobile-Gamer mittlerweile auf der Welt als alles andere. In Asien spielen sie alles am Handy. In Asien ist Diablo Immortal der Renner. Die PC Master Race-Zeiten sind einfach vorbei. Don't you have any phones? Ja. Aber es ist ja auch true. Man hört es nicht gern, aber es ist true. Die Zukunft gehört dem Mobile Gaming. Ja. Handys können mittlerweile alles, was ein PC kann. Warum also nicht dann die Leute auch versuchen abzuholen, die sich kein PC kaufen? Also rein wirtschaftlich gesehen. Genial. Das ist a genius. Ja, hör mal auf, meine Wölfe zu verkloppen, du Arsch. Ich brauch die noch. Vor allem nach dem Dungeon. Aber alle 12 Sekunden kann ich einen neuen Wolf spawnen lassen. Oh, oh. Manchmal gibt es einen kleinen Moment, wo man so macht, aber dann denkt man wieder, ach, ich bin Druide. Mir kann doch gar nichts passieren, ich bin der Druide. What's the problem? So, okay. Dungeon verlasse. PC ist bequemer als Handy? Das würde ich zum Beispiel nicht mal sagen. Ich würde nicht mal sagen, dass der PC bequemer ist. Weil es ist eigentlich total das Gegenteil, finde ich. Also im Bett liegen und am Handy zocken ist, finde ich, schon bequemer als am PC. PC bietet für mich rein kommunikativ einfach ganz andere Möglichkeiten. Weil ich will nicht am Handy irgendwie mit Leuten im Discord chillen, was ja auch mittlerweile geht. Und ich finde einfach die Gaming Experience mit einer Tastatur, einer Maus oder einem Gamepad einfach gerade noch
viel geiler als mit einem Handy. Aber selbst da gibt es ja mittlerweile Möglichkeiten, an ein Handy einen Controller anzuschließen. Und das wird immer nur mehr werden. Das wird nur noch mehr werden. Scheiße, müssen wir verkaufen. Man kann auch im Bett liegen und am PC zocken. Das finde ich nicht gemütlich. Also wenn ich jetzt wirklich einen PC, und wir reden jetzt nicht vom Laptop, wenn ich einen PC an meinem Bett habe und dann irgendwie mit so einem kleinen Tisch über meinem Bauch, Tastatur und so, das ist doch nicht bequem. Das ist doch einfach nur nervig. Auf Dauer. So mal geht das, wenn man abends im Bett chillt mit Partner oder so und dann eine Serie guckt oder weiß der Geier. Aber wenn ich am PC sitzen will, dann sitze ich auch am PC, weil ich da sitzen will. Und nicht, weil ich jetzt unbedingt, na, weiß nicht. Nee, da gehe ich nicht mit. Den Schuh kaufe ich nicht. Vielleicht könnt ihr es verkaufen. Na, vielleicht kannst du mal deine Mauer halten. Aber das finde ich nicht, also ich finde das nicht wirklich bequem. Also, vielleicht reden wir auch gerade ein bisschen aneinander vorbei. Mir geht es jetzt nicht darum, mich hinzulegen. Aber ich finde halt, mit einem Handy bist du halt bequemer unterwegs. Ich kann überall hier mein Handy aufklappen und irgendwie so ein bisschen daddeln. Beim Scheißen, beim was auch immer, beim auf dem Sofa sitzen, in der Bahn. Und das ist das Bequeme für mich daran. Nicht das, wie sitze ich oder wie liege ich oder wie stehe ich. Hast du ein PC von 17 oder 15? Ich weiß ja nicht, worauf du hinaus willst. Erklär dich doch einfach. Anstatt so einen Spruch zu bringen, weil dann verstehe ich vielleicht, was du meinst. Ne? Also guck mal eben. Es ist doch scheißegal, wie alt der PC ist. Fakt ist, dass ich mit dem PC nicht überall mal eben kurz hingehen kann und anmachen kann, um damit zu zocken. Lasst mich helfen. Das ist doch der Fakt. Okay. Cringe. Was war das jetzt für ein Aspekt? War das ein Waffenaspekt? Es gibt Wireless-Zeug, aber ich habe ja gerade erklärt, was ich meine. Also entweder du gehst darauf ein oder wir lassen es. No. So, wieso kriege ich jetzt diesen neuen Aspekt nicht hier drauf? Den hier, weil es ein fucking Waffenaspekt ist. Aber wie mache ich das? Ich muss es dann hier drauf packen. Hilft ja nichts. Es hilft ja nichts. Machen wir jetzt. Zack. Ihr werdet zurückkehren. Ja, ja. Die Sterne lügen. Wir machen jetzt halt 12% mehr Schaden hier. Mit dem. Ja, mit dem Tornado. So, dann können wir nicht auch pulverisieren rausnehmen. Blutgeheul, Gewittersturm. Was ist das? Zyklönrüstung. Nehmen wir die noch mit. Scheiß drauf. Haben wir insgesamt jetzt ein bisschen weniger Schaden, aber. Passt schon. Ach. Naja, ich glaube, du siehst jetzt einfach ein bisschen. Du willst jetzt einfach das Argument gewinnen, aber ich finde, du gewinnst es halt nicht. Deswegen würde ich sagen, wir lassen es dann einfach.
Weil wir haben uns ja trotzdem lieb. Im Endeffekt sind wir ja, wir müssen an einem Strang ziehen. Wir wollen ja alle zocken. Mehr wollen wir doch gar nicht. Ich hasse es, am Handy zu spielen. Touch-and-Game-Pad-Steuerung finde ich so furchtbar. Ich muss auch sagen, mittlerweile spiele ich auch echt ungern am Controller. Es gibt dann jetzt so Sachen wie, ja, keine Ahnung, FIFA, wo ich dann irgendwie mein Leben lang eh immer mit, also das kannst du halt mit der Tastatur nicht spielen. In FIFA wirst du mit einer Tastatur nicht spielen können. Genauso wenig, wie ich irgendwie Rennspiele gerne mit einer Tastatur, also ungern mit einer Tastatur spiele, weil ich mir so denke, geil, das nehmen wir auch. Oh nein, jetzt habe ich das andere weggemacht. Ich bin so dumm. Wir haben das sogar schon aufgedeckt. Naja, nehmen wir erstmal den. Und dann holen wir uns dann noch den anderen. Also ich finde halt, es kommt immer so ein bisschen aufs Game an, aber grundsätzlich bin ich so ein, weil ich auch eigentlich am liebsten so Shooter und sowas spiele oder hier sowas wie Diablo, so ARPGs. Und das finde ich, klar, man kann jetzt ein Diablo auch gut mit dem Controller spielen mittlerweile. Aber es fühlt sich für mich immer noch ein bisschen weird an. Es fühlt sich immer noch ein bisschen weird an. Zocken ist der Shit. Ja, für mich war das auch schon immer so das krasseste Hobby, was ich hatte. Also, oder mein konstantestes. Also, ich habe am meisten durchgehalten beim Zocken. Es gab immer mal Sachen, die ich dann ausprobiert habe, aber Zocken ging irgendwie immer. Es gibt dann so Tage tatsächlich, da hat man irgendwie dann nicht so viel Bock. Oder ihr kennt bestimmt auch diese Tage, man weiß nicht, was man zocken kann, soll. So, das ist so, ich weiß nicht, was ich spielen soll, ich habe keine Spiele. Aber ist die Bibliothek voll mit 500 Games. Also literally 500 Games. Aber it is what it is. Man kann Nudeln machen warm, man kann Nudeln machen kalt. Und das ist das, was dann zählt. Ich habe ganz lange keinen Trank benutzt. Lass uns nicht drüber reden. Fühlt sich für mich auch komisch an, obwohl ich mit Diablo 1 auf der PS1 angefangen habe. True. Ich auch. Aber auch nur, weil man damals irgendwie noch nicht so. Da war es halt so. Man hatte halt eher eine Playsy als eine, oder ein Super Nintendo als ein PC. Gerade so Anfangszeit des Internets. So. Also zumindest war das in meinem Bekannten- und Freundeskreis so. Die Leute, die einen PC hatten, ich weiß noch, ein Kumpel von mir, der hatte halt Internet und einen Computer und das war damals so krass. Und wir haben irgendwie ständig bei dem Diablo 2 gezockt, weil ich beides nicht hatte. Da war das auch noch so, wenn irgendwie Eltern telefoniert haben, ist man einfach rausgeflogen. Wegen ISDN-Anschluss, Dingsbums da. Also man konnte ja irgendwie Internet oder telefonieren machen. Und dann raus aus dem Internet, ich will telefonieren. Hat eine Zeit, ey. Ja, Sacred habe ich auch gespielt. Boah, ich kann mich an Sacred kaum noch erinnern. Ist noch so ganz schwammig in meinem Kopf drin. Ganz, ganz schwammig in meinem Kopf. Dune 2? Das war so ein Aufbaustrategiespiel, oder? So ein RTS-Ding, oder? Oder war Dune was anderes? So, ich muss hier nochmal gucken. Natural Reach, deal 9% damage to distant enemies, double this bonus if they are slowed, stunned, immobilized or knockbacked. Mhm. Und hier haben wir, glaube ich, alle. Nicht physische Widerstände. Auch nicht schlecht. Okay. Der Vorgänger von Command & Conquer. Command & Conquer habe ich zum Beispiel auch geliebt. Und selbst das würde ich heute nie wieder machen.
Selbst das haben wir damals auf der PlayStation gespielt. Command & Conquer auf der PlayStation. Mit einem Controller. Unvorstellbar. Meiner Meinung nach heutzutage. Unvorstellbar. Red Alert 2 für PS2. Red Alert 2 war das der Teil, wo man irgendwie die Amerikaner zum Beispiel spielen konnte, also die Alliierten, und die dann sich in so Sandsäcke eingebuddelt haben. Junge, die habe ich so gefeiert, ich habe die so gespammt. Und dann standen da mal so 100 von diesen Leuten rum in ihren Sandsäcken und haben alles weggeballert, was irgendwie in den Weg kam. Auch die Panzer einfach komplett zerschrottet. Das war so geil. Und dann gab es dann diese Leute, die irgendwie mit Toxic-Autos kamen. Und das, was du meinst, war später. Red Alert 2. Dann war das Red Alert 3 oder so. Red Alert 2 war das. Aber das war dann mit Tanja, oder? Red Alert 2? Mit Tanja und dem eisernen Vorhang und diesem alternativen Zeitstrahl zum Zweiten Weltkrieg oder dem Kalten Krieg? War das das? Ah, okay. Red Alert 2 war das, was du meinst. Warum sagst du dann, dass es später war? Jetzt bin ich verwirrt. Ich meinte das Red Alert, das erste Red Alert. Okay. Egal, beide geil. Und dann noch Generals, ne? Also ich fand Red Alert 3 fand ich schon wieder ein bisschen so, muss das sein? Tut das Not? Fand ich nicht so geil. Und dann gab es noch irgendwie Tiberium Wars und bla und Red, also Generals fand ich sehr geil. Und es sollte ja irgendwann mal Command & Conquer Generals 2 kommen. Und das haben alle, die ich kannte, waren so hyped von dieser Nachricht, und es ist nie erschienen. Weil Generals war irgendwie so das Geile. Stunde 0 fand ich persönlich besser. Stunde 0 ist doch Generals, oder nicht? Ist doch einfach nur das Add-on. Wir sind seit Wochen lebendig begraben. Was auch immer. Weil Stunde 0 nicht einfach nur so ein Add-on? Ja. Ist ja das gleiche Game. Immer und lässt nur halt anders. Und es gab bei Alarmstufe Rot 2 auch noch so was ganz Merkwürdiges, dieses Juris Rache. Und da konntest du irgendwie so gedankenkontrollmäßig irgendwie die Einheiten der Gegner übernehmen. Unsere Ausbilder halten die Kreatur in Schach. Doch ihre Kräfte schwinden mit jedem Tag. Schulleiter Tetherat. Generals war mega. Ist aber am Setup fast kaputt gegangen. Er hat geschworen. Ja, war das, gab's da nicht irgendwie auch so voll wegen Index? Oh, halt doch mal die Fresse jetzt. Gab's da nicht wegen Index und so? Auch so voll die Probleme wegen. Dürften das keine Menschen sein, weil das war auch irgendwie so Irakkriegszeit und bla. Und dann musste man irgendwie, dann mussten die zu Cyborgs werden und durften keine Menschen mehr sein und bla. War das irgendwie so? Wegen Terroristen. Ja. Ja, schlimm. Aber war trotzdem ein cooles Spiel. Da habe ich immer China gespielt und habe einfach nur Hacker gespammt und habe die schön an die Seite getan. Und dann immer die schönen 10 Dollar da pro Sekunde, ne? Das war geil. Und jetzt müssen wir aufpassen hier. Das war cool. Geld. Und dann immer schön, da, es gab so einen Panzer, den habe ich immer gespammt. Das war so eine Art Mammutpanzer. Aber der hieß halt anders. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Auf jeden Fall, der hat richtig geschallert. Predator? Waren das die Predator? I don't know. Und die hatten so Flammentürme auch. Das war auch geil. Und die schönen, guten alten Tesla-Spulen, ne? Aus Alarmstufe Rot. Die Tesla-Spulen, Junge, die habe ich auch so geliebt. Immer wenn da Infanterie kam, dann bzzzt, bzzzt, bzzzt. Wird gebaut. Wird gebaut. Unzureichende Finanzmittel. Wird gebaut. Wir brauchen Silos. Wir brauchen Silos. Hm.
Energiezufuhr kritisch. Hey Messab, dankeschön für den Sub. Leider sind die Alerts heute kaputt. Weißt du, was mit Stream Elements heute los ist? Das von der Tesla-Spule ist absolut eingebaut. Auch dieses Geräusch, ne? Dieses. Ich hab's dann später ja nochmal in anderer Form. Ich glaube, in Alarmstufe 3 konntest du die dann so irgendwie connecten, dass irgendwie, wenn hinten eine stand, dann haben die sich irgendwie so bis irgendwie connected und dann einen so richtig weggebrutzelt. Ja, war eine geile Zeit. Ich freue mich ja auch tatsächlich sehr auf die Metal Gear Solid Remakes, Remasters. Also die werden wir im Stream auch komplett durchziehen. Weil das ist meine bis dato absolute Lieblingsspielereihe. Snake Eater Remake, holy shit. 1 und 2 Remake, holy shit. Richtig Bock. Richtig Böcke. KKND? Was ist KKND? KKND. Bin überfragt. Ich kenne die Abkürzung nicht. Crush, Kill and Destroy. Oh oh. Und ich sage nicht, oh, oh, wegen Diablo gerade, sondern, oh, oh, ich glaube, ich kenne das gar nicht. Rush, Kill and Destroy. Es sagt mir jetzt zumindest nichts. Ich hoffe, dass ich mir das gleich irgendwie mal in der Aufnahmepause kurz angucke. Was ich so Echtzeit-Strategiespieltechnisch noch geil fand, es gab auch so ein Star Wars Echtzeitstrategiespiel. Das habe ich auch geliebt. Aber ich weiß gerade auch nicht mehr. Galactic Battlegrounds oder so heißt das, glaube ich. War das das? War das Galactic Battlegrounds? Das habe ich auch mega viel gespielt. Empire at War. Das Cover kennst du hundertprozentig. Also das Cover von dem Spiel meinst du? Empire at War. Vielleicht war es da. Vielleicht war das das. Aber ich glaube, es hieß Galactic Battlegrounds. Warte mal, ich google das jetzt mal eben schnell. Wir haben ja Zeit. Galactic Battlegrounds. Computerspiel. Nee, ich meine Galactic Battlegrounds. Hundertprozentig. Da konntest du Gungans spielen. Da konntest du so jede coole Fraktion eigentlich spielen. Konntest auch Imperium spielen. Konntest Rebellen spielen. Gungans konntest du spielen, glaube ich. Und Naboo. Und das hat mega gebockt. Galactic Battlegrounds heißt das. Mega gutes Spiel. Ich habe letztens überlegt, mir das nochmal zu kaufen. Weil das gibt es bei Steam irgendwie für ein paar Euro. War schon ein geiles Game gewesen. Gungans, mega schwieriges Thema. Ich muss sagen, ich fand es eigentlich okay mit den Gungans. Aber dass Jar Jar Binks so übertollpatschig ist und in jedes Fettnäpfchen tritt, das war ein bisschen too much. Aber an sich finde ich die Gungans nicht schlimm. So als primitives Volk und so. Ist okay. Ich hätte voll gerne mehr von ich weiß jetzt nicht, welches Volk das ist. Welches von Yoda quasi belebt wird. Ich weiß nicht, wie sein Volk heißt. Aber sieht man ja in Mandalorian, sieht man ja auch nochmal so ein Mini-Yoda. Von denen hätte ich gerne mehr gesehen. Generell in Star Wars. Ey, Vollkontakt. Dankeschön für den Sub. Hat ein Potenzial, wie gesagt, Umsetzung nicht so gut. Die haben in Episode 1, die haben auch so voll die Mini-Rolle. Ich meine, dieses Unterwasser-Atlantis-artige Dorf da oder die Stadt, die sie da hatten. Man sieht da einfach nur 5 Minuten irgendwas ganz kurz und dann ist man wieder weg. So, man hätte da schon ein bisschen was mitmachen können. Und dann sieht man halt Jar Jar Binks immer wieder mal, weil der halt auch auf Naboo lebt und der halt Amidala unterstützt.
Level 29. Also wir kommen hier auf jeden Fall besser klar als mit der Zauberin. Das steht schon mal fest. Für meinen Geschmack könnte es noch ein bisschen schneller gehen. Man könnte überlegen, ob man Weltstufe zweimal probiert. Aber ich sehe es als sehr risky an. Ich würde echt ungern sterben. So, Crush and Kill and Destroy. Das machen wir nach dem Dungeon. Da gucke ich mal eben rein. Aber kann ich eigentlich auch jetzt machen. Ich hoffe, hier kommt jetzt keiner. Crush, Kill and Destroy. Okay, es sieht halt aus wie Command & Conquer. Und davon gibt es dann irgendwie noch einen Crossfire, habt ihr gesagt, ne? Ja, aber es sieht auch krass aus. Das sieht auch echt krass aus. Ja, und die neueren Command & Conquers, die fand ich halt alle nicht so cool. Waren jetzt alles nicht so meins. Mein Lieblings-Star Wars-Spiel war Episode 1, Racer. Mir ist Star Wars sowas von egal, aber das hat gebockt. Ach, dieses Podracer-Ding. Ja, das war echt ein cooles Game. Warum es davon nie eine Neuauflage oder einen neuen Teil gab, weiß auch kein Mensch, oder? Oder gab es da was und ich habe es einfach nicht mitbekommen. Das kann auch sehr gut sein. Auf Xbox ist es ein Game Pass, glaube ich. Naja, aber ich meine, das ist ja dann das alte. Aber so ein Podracer-Game, so ein neueres, wäre auch cool vielleicht. Auch überarbeitet. Also meinst du jetzt mit neuen HD-Texturen oder was? Na gut. Na gut. Moin, Grabes First. Schön einmal auspeitschen hier. Die ist verwundbar. I know you want me. I know I want ya. Er ist verwundbar. La, 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 la. Aber es gibt auch super viele Reihen, die ich einfach nie gespielt habe, ne? Also es gibt super viele Games, wo alle mal sagen, was? Die ich einfach nie gespielt habe. Also zum Beispiel die ganzen alten Zelda-Games habe ich nie gespielt. Diese ganzen Super Mario-Games habe ich fast alle nicht gespielt. Super Mario Smash Bros. Habe ich gespielt, Mario Kart 64 und Super Mario Kart. Und ja, dann hört es auch schon ganz schnell wieder auf. Smash, ja, fand ich irgendwie nie so cool. Generell die ganzen Nintendo-Games. Nintendo hatte ich zwar, zumindest früher, also ein Super Nintendo und alles danach nie gespielt. Weiß ich nicht. Hat mich nie abgeholt. By the way, Druide ist eine gute Wahl für HC. Meiner ist jetzt Software 58 und ich brauche vielleicht einen Pop bei World Boss auf T3. Absolut stabil. Mr. Nomad 94. Trittst du nächste Woche beim Electric Cowboy auf dem Force mit auf? Nee. Da bin ich nicht da. Da bin ich im Urlaub. Tatsächlich Lamont. So, okay.
Dann gehen wir einfach noch raus. Jetzt haben wir auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben wieder einen Aspekt freigeschaltet. Ich habe schon wieder vergessen, welchen. Aber egal. Das wird uns eh gleich angezeigt. Wenn ich jetzt hier nämlich reingucke, sehe ich den hier. Genau, Aspekt des lindernden Steins. Alright. So, und jetzt haben wir das Problem. Wir müssen hier unten irgendwie hin. Aber das finden wir schon. We gonna find it. Genau, den brauchen wir. Ja, dann haben wir schon drei. Oh, es kotzt so an. Also, was ist das? Warum machen die so eine Straßensperre? Und dann muss ich hier aufstehen. Weiß ich nicht, Digga. Ich crash mein Game gerade echt kurz vor Dungeon-Abschluss. Also, wenn ich jetzt hier sterbe, weil ich über das Game crasht, dann machen wir aus. Das machen wir aber nicht mit. Ne? Ich glaube, das spielen auch die Leute, die viel farmen, viel, ne? Diesen Dungeon hier. Also die jetzt einfach nur XP farmen. Crash aber wirklich selten. Meinst du jetzt irgendwie letztens an einem Tag auch dreimal gecrashed? Also war ich auch nicht so amused. Aber ansonsten, ja, habe ich jetzt auch nicht viel in die Richtung mitbekommen. Na? So. Welchen Charakter spielst du? Ich spiele Miraculix. So, dann haben wir bald Level 29. Das ist gut. Also dieses Event schaffe ich irgendwie nie. Dieses Event schaffe ich legit nie. Diesen scheiß Wellen. Weiß auch nicht, was ich da verkehrt mache. Bin ich einfach scheiße. Blizzard, wir bringen Pferde ins Spiel, damit ihr euch schneller fortbewegen könnt. Auch Blizzard, wir machen überall Straßensperren, damit ihr von eurem Pferd müsst und Cooldowns habt. Ja, vor allem eine halbe Minute teilweise, ne? Eine halbe Minute. Eine halbe Minute Cooldown. Wegen Reiten. Tut das Not, frage ich mich da, ne? So. Das läuft doch hier. Hier sind schön viele Gegner, ja. Und alle verprügeln kann.
Weil mein Dudo heißt so, ich habe direkt gemacht, damit keiner auf die Idee kommt. Du kannst ja jeden Namen 2000 Mal verwenden, weil du jetzt, das läuft ja alles über die Battle.net-ID. Also du kannst quasi den Leuten keinen Namen wegnehmen. Da brauchst du keine Angst haben. Alle Namen, die du haben willst, kannst du auch benutzen. Es sei denn, es ist sowas wie Hurensohn. Das geht, glaube ich, nicht. Hey, Kugler, grüß dich. Na? Wie ist die Lage? How is the Lage? Mein Druide heißt Mr. Fister. Aber das ist ja noch entspannter als Hurensohn, ne? Darf man nicht vergessen. So, lalalala. Übrigens immer noch keinen Kaffee gemacht. Aber machen wir jetzt gleich, die Folge ist bald vorbei. Oh, ein Ring. Klasse. Und ein Stufenaufstieg. Das ist auch wirklich klasse. So. Also wir müssen hier was mitnehmen hier. Die Steinschnitzerei. Ich glaube, es ist aktiv, ja, ne? Ja. Ja. Hab heute rausgefunden, dass Samstag lange Nacht der Wissenschaften ist. Da will ich unbedingt hin. Das heißt, irgendwelche Labore an den Universitäten haben auf, oder? Ich kenne nur die lange Nacht der Museen. Da konnte man nachts halt ins Museum gehen. Fehlt, dass jemand ein Pferd umbenennen kann. Samstag, jedes Pferd muss einfach Plötze heißen. Ja. Ja, generell mit dem Pferd kannst du halt irgendwie, ja, ich weiß nicht, so viel machen, finde ich. Ich finde die Skins der Pferde halt nicht so geil, habe ich ja schon mal gesagt. Und ich finde auch, dass ich zum Beispiel die Sättel nicht einfärben kann. Warum geht das nicht? Das sind immer die kleinen Sachen im Leben, weißt du? Man muss halt immer was zu meckern haben. Man darf nicht einfach wunschlos glücklich sein, das geht nicht. Das Pferd ist richtig unnötig, aber kommt schon schnell voran. Das ist für mich, was für mich eigentlich eher unnötig ist, dass du immer so viel reisen musst. Und das braucht man halt nicht. Das Pferd ist so, schon macht schon gut Strecke weg. Du musst immer zu diesen scheiß Dungeons reiten. Und das finde ich persönlich nicht so geil. Aber ich glaube, die Leute wollen einfach, dass man die Welt erlebt und erkundet und so, und dann ist es auch okay. Das Pferd ist halt nicht gut optimiert. Ist ganz nett. Aber ja, das war's dann auch schon. Also ohne Pferd will ich jetzt hier nicht mehr rumlaufen, weil das dauert mir einfach zu lange. Du musst halt jeden Kampf nehmen und willst du manchmal nicht, wenn du irgendwie schnell zu einem Dungeon willst. Ist schon gut, dass es das gibt. Aber es ist weg! Und ich bin wieder allein. Nimm mich jetzt auch, wenn ich stinke? Oh, sonst sage ich winke und goodbye. Denn dort drüben an der Lampe steht auch schön die nächste. Oh, Baby, für mich frei. Mief! Sagt doch über den Charakter gar nichts aus. Was muss man machen, um das Pferd freizuschalten? Einfach die Kampagnen-Quest-Reihe spielen. Und irgendwann kriegst du eine Quest. Die sagt, hey, kauft jemand ein Pferd.
nicht bis Akt 3, sondern einschließlich Akt 3, oder? Alter, die Schlange, wie die durch die Gegend flattert, ist ja lustig. Oh, Baby, Baby. Na, 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 na. Es sind sehr konstante 23 Grad heute bei uns hier in Spandau. Was hat das da gerade Blut liegen lassen? Naja, ist auch egal. Mach den fertig. So. Level 30 ist also jetzt in greifbarer Nähe. Klasse! Wir müssen aber nochmal in die Stadt vorher. Schon geil, wie die Tornados hier so durchflattern. Nicht early. Die ganzen Ziegenmenschen hier sterben. Klasse. Wirklich toll. Einfach genial. Hilfe, bitte. Mal gucken. Mal gucken. Hallo, du geiles Stück DNA. Ja, hallo. Hast du schon das Q-Level gefunden? Nee, ich habe auch irgendwie langsam echt Zweifel, dass es eins gibt. Nase nach, auch ein schöner Name. Grüß dich. Hätte erst mit dem DLC. Ja. Cool Level DLC. Wird auch keins bisher laut CEO. Ihr tut immer so, als müsste man alles wissen. Und man, also jede Info, die man noch nicht aufgeschnappt hat, ist so schon 30 Jahre alt. Vielleicht weiß auch jemand das einfach noch nicht. So. Ich schreibe das immer so in den Chat, als wäre das so, hä, ist doch voll klar. Hat der doch gesagt. Als ob ich mit dem geredet habe. Als ob ich mir jeden scheiß Diablo 4 Artikel von irgendeiner Hans Wurst von Blizzard durchlese. Wenn da irgendjemand das Maul aufmacht, das juckt mich doch nicht. Meistens eh nur Müll bei raus. Also excuse me, please. Das muss jetzt mal gesagt werden. Und es ist eine Frechheit, wenn es keinen Q-Level gibt. Ich habe auch gefragt, ob du eins gefunden hast. Nee. Also nee, habe ich nicht. Naja, wenn man D4 und die Deaths verfolgt und wissen will, was noch kommt. Aber ja, vielleicht will ich das ja noch gar nicht wissen. Vielleicht will ich ja mich hier überraschen lassen. Das heißt, du hast mich ja basically gerade gespoilert und bist nicht mal Sub. Ich kann dir das so nicht verzeihen. So. Hätten wir das auch geklärt? Wo ich dich gerade da habe. Hättest du an und für sich bei einem weiteren Arc Dodo Boss dabei? Ja. Also es gab ja einfach bisher nichts. Sorry, Chef. Jetzt bist du Sub, aber es kommt keine Alert. Was ist das ein Twitch-Ding heute? Oder ist es ein Dings da, Bumsti, Dingsbums-Dings hier? Manche Menschen einfach. Ja, ich sag dir das, du. Es ist zum Mäusemelken, ne? Wer würde das wirklich machen? Wer hat so einen Spruch in die Welt gesetzt? Es ist zum Mäusemelken. Wer ist so pervers und melkt Mäuse? Wieder so ein Gedanke.
Sag mal, schrei hier nicht so rum, dann schrei ich mal. Die Devs von D4. Good point. Mittelalter war wilde Zeit. Wurden da Mäuse gemolken? War das da so ein King? War das da so ein Ding? Haben die es gemacht? Oha. Wahrscheinlich. Man weiß es nicht, du prediktest es basically nur. Aua. Mal kurz mein Leben unter 40%. Keiner hat was gesehen. Alles gut. Und eine Axt. So. Wir müssen hier leider mal eben in die City. Hilft alles nichts. Kühe waren rar, also holt die Mäuse aus den Kornspeichern. Oder in der DDR hatten die doch nichts. Als ob die keine Kühe hatten. Also jetzt mach aber mal einen Point. So, jetzt müssen wir das hier mal eben alles durchgucken. Wir sind schon wieder eine Stunde drüber. Also nicht eine Stunde drüber, wir sind schon über eine Stunde wieder. Also Intelligenzgesetze. Okay, das könnte man mal austauschen. Dann können wir den Aspekt da runternehmen. Felsbrocken brauchen wir auch nicht. Ja, Stärke. Widerstände. Ja, lohnt sich nicht so. Ist gerade alles nicht so geil. Dann gehen wir mal verkaufen. Abgemacht. Abgemacht oder rangemacht? Oder? Na komm, die Skins nehmen wir mit. Seid in der Steppe auf der Hut. Bin ich. Da lässt sich noch einiges gebrauchen. Sag Walla. So, dann müssen wir immer zu dem Okkultisten, der immer grundsätzlich am anderen Ende der City ist. Ich will ein Hideout. Ich will hier in diesem Spiel ein Hideout. Habt ihr ja schön gemacht hier, Blizzard, mit den Städten oder so. Mir reicht's. Was geschehen ist, ist geschehen. Es reicht mir. Sie haben meine Frage gerade schon gesehen. Achso, warte mal. Dann können wir aber hier direkt mal was verteilen. Und zwar können wir Ditte hier mal drauf basteln. Und da können wir... Ach, guck mal, hier geht ein Waffending. Also Handschuhe gelten als Waffe. Also da kann man zumindest ein Waffending ins Kirchen draufpacken. Jetzt habe ich hier so schlechte Handschuhe da gemacht. Na egal. Regal. Oh, und bei denen auch. Auch gut zu wissen. Handschuhe und Schmuck. Jetzt müssen Ringe. Pass auf, dass der Okkultist hier nicht seine Katze zeigt. Naja. Ja, ja. So, wir müssen den Dungeon noch eben schnell beenden. Schnell noch den Dungeon beenden. Kalib nahm die letzten Krieger mit. Halt bitte die Backen. Nicht in diesem Ton. Ist das jetzt nur der Boss? Das ist wirklich nur der Boss.
Naja. Monstrosität der Khazra. Let's go. Und Attacke. Also der absorbiert hier meinen Damage. Oder was? Ah, jetzt er verletzt. Geil. Geiler Typ. Oh, da habe ich jetzt gerade gefehlt. Aber das läuft doch hier wie am Schnürsche. Na los. Ich muss unbedingt mehr trinken. Ich kriege gerade Kopfschmerzen, weil ich merke, dass ich nicht genug getrunken habe heute. Zu viel gezockt. Klasse. Und wieder ein Aspekt freigeschaltet. Neues Totem. Gibt mehr Schaden. Geil. Können wir dann basically... Wir haben jetzt auch hier. Genau, das brauchen wir eh. Dann lass uns nochmal zurück. Es war jetzt ein bisschen dumm, weil wir jetzt den Dude nicht erst getötet haben. Aber dann holen wir uns schnell den Aspekt. So, da brauchen wir das. Okay. Let's go. Da hätte ich gerne... Nee. Da. Ist das so ein Ding? Wo macht man das auf? Was ist denn das? Was ist das für ein Ding? Wo geht das rauf? Warum das hier? Aspekt des Schattens. Wo macht man das denn rauf? Steht im Guide. Guide me to success. One-handed, two-handed weapon. Gloves, Amulett. Amulett. Warum kann ich das nicht auf mein Amulett machen? Ach, weil ich auf nur meine Klasse gedrückt habe wahrscheinlich, ne? Nee, hä? Bin verwirrt. Also ich habe ihn freigeschaltet, aber ich sehe diese Kategorien nicht. Ich bin total verwirrt gerade. Darf ich den einfach noch nicht benutzen oder geht das auf dem Item nicht? Nee, warte mal. Welchen habe ich jetzt hier gerade geholt? Den. Auf dem Ring! Amulett, sag ich. So. Ich war schon so geschockt. Aber es geht auf einem Ring. Dann machen wir das auf einen Ring. Es ist halt wirklich eins von vier, ne? Ich kann es halt nochmal probieren. Die Energie.
uns und hier. Könnt ihr sie spüren? Das will ich einfach nicht. Ich habe das jetzt zweimal drin, ist egal. Ich dachte, ich krieg's beim zweiten Mal mit einem besseren Roll raus. Okay, damit sind wir wieder deutlich über der Zeit und wir beenden die heutige YouTube-Folge. Lasst doch mal ein Like da und schreibt mir was Cooles in die Kommentare, ne? Tschüss!